Hier ist der Meditationsraum. Besorgen bei der Schlange mal ein paar Heilkristalle. Darf ich auch ein paar Glumpeli besorgen? Ist das auch in Ordnung? Dann will ich auch noch ein paar Glumpeli. Ich habe ja gemerkt, dass es, ich habe ja gemerkt, in der LGBTQ-Community gibt es ja auch irgendwie, da gibt es so eine, es ist ja, vielleicht habe ich es auch irgendwie falsch verstanden, aber irgendwie gibt es so, also so ein bisschen, das mit den Steinen und so, das scheint ja auch irgendwie so ein bisschen so, zumindest mit dem Amethysten, da habe ich schon irgendwie sowas, irgendwie so ein Wohlfühl, irgendwie so ein geistreicher Kristall, da scheint es irgendwie, da scheint irgendwas, so ein Seelenkristall, das wird so, irgendwas scheint da schon in die Richtung zu gehen. Wo Leute dran glauben. Ein weiteres Feld. Das haben wir doch schon. Der Frosch braucht noch keinen, Atul braucht noch kein Haus. Aber warte ab, das wird noch. Oh, was gibt's? Oh, du brauchst was zu essen. Kannst mal einen Schrimp-Cocktail probieren. Und die Pilze. Ich hab wirklich ausgehungert. Da sagst du nichts. Hat sich wahrscheinlich von Lichtenergie ernährt. Darf ich kurz stürmen? Soll ich aufhören zu weben? Ja, du brauchst was zu essen. Du sollst mir hier nicht verhungern. Warte doch mal. Mir brennt es nicht wirklich. Mein leckeres heißes Gericht würde mich schon aufwärmen. Wie wäre es denn hiermit? Ruhmende Küche vom Feinsten. Nudeln. Summer ernährt sich vom Mondlicht. Ganz genau. Ein bisschen Knudeln. Auch hier im Chat. Das ist immer nur Umarmung. Für Tod können wir auch machen. Und für Juli. Umarmung. Yippie. Das wollen wir natürlich auch mal rausfinden. Und wer spielt denn da? Oh, 26% Liebe zwischen Tod. Oh. Summer spielt den. Er spielt das Wachstumslied. So, wachst so schnell. Direkt vor die Nase gehauen.
Die spielt dann noch von mir. Zack. Einfach den Song unterbrochen. Schlimm. Eine schlimme bin ich. Ein bisschen Sägemehl brennen. Wird wahrscheinlich Kohle daraus. Mit Juni nicht traurig ist, dass wir den Song unterbrochen haben. Dem hohen Kranz. Ein wildes Pokémon erscheint. Ah, ein wildes Shaggy. Shaggy setzt zur Startseite ein. Na, die will noch nicht wachsen. Hier kannst du direkt aus der Tür auf das Feld. Auch süß. Schönheitsmaske. Du schläfst im Stehen im Gästehaus. Was sonst?
Da wird's wieder morgen. Aufstehen. Nee, also wohl. Du kennst mich doch. Nein. Woher denn? Ein Häppchen kommt mir immer gelegen. Etwas Salziges, etwas Buttriges. Etwas mit Aroma. Oh Junge, die spielt schon wieder bei den Blumen. Weißt du, was jetzt einfach perfekt wäre? Eine große Tüte Popcorn, nur für mich. Nein! Nein, die gibt's. Arthur, ich bin enttäuscht von dir. Arthur. Salziges Popcorn. Arthur. Nein. Brecken wir hier salziges Popcorn zu? Das ist ja. Das ist salziges Popcorn, was wir die ganze Zeit machen. Ich bin enttäuscht von diesem Spiel. Das ist salziges Popcorn. Ich kann das gerade nicht vorlesen. Ich muss gerade. Was labert denn der? Komm, Büsenverbesserung. Ah ja. Salziges Popcorn, ich muss mich gerade mal übergeben. Oh je. Salziges Popcorn. Och nö. Arthur isst alles. Salziges Popcorn. Mein Arthur isst auch Ananas auf Pizza. Aber trotzdem muss das sein. Was mich noch mehr verwirrt, ist, dass wir hier scheinbar. Dass das hier Standard ist, dass wir das Popcorn ja immer salzig machen. Und wir gehen die Samen aus. Sie spielt schon wieder. Wieder aufgehört. So, Verbesserung. Dann wollte ich Gemüse mal aufbessern. Oder machen wir Leinenstoff und Leuchtgelee. Leuchtgelee weiß ich, wo wir das kriegen. Wo kriegen wir Leinenstoff her? Wir sollten zur Villa Maggiore. Das machen wir. Leinenstoff, wie stellen wir das her? Wahrscheinlich irgendwie dann noch was mit was anderem. Villa Maggiore, wo liegt denn die? Ach, hier oben ist die. Da würde ich aber hier nochmal vorbeifahren. Hinterland noch mal halten.
Überraschung hast du. Ich hatte mal wieder Hunger. Also habe ich etwas dagegen unternommen. Bin von Bord gegangen und habe Beeren gepflückt. Aber ich habe etwas übertrieben. Ich habe zu viele Tierbitze. Ein paar Erdbeeren. Die brate ich nicht, die behalte ich. Sonst werden die nur wieder zu Kochgemüse. Gibt's was zu looten? Apfelsamen, Lauchsamen, Reis, wow. Da kann man neue Sachen anbauen. Wir versenken die ganzen Samen im Meer. Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste. Können wir Reis ansehen. Apfel können wir wohl noch nicht. Wahrscheinlich später, wenn wir eine Baumplantagen haben. Oh nein, jetzt haben wir es kurz vorm Ende rausgenommen. Die Karotten. Mal ein paar Muscheln rein. Die Waschen mal hintereinander entdeckt. Aha. Sieht aus wie ein Kirschblütenbaum. So ein bisschen. Habe ich da recht? Eiche. Nein, ist nur eine Eiche. Mir gefällt, dass man fürs Spucken Talent braucht. Weißt du? Man muss echt was können, um ein Ziel zu finden, zu zielen und einen Volltreffer zu landen. Könnten uns pures Talent in Reihenform können in pure, ja. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich etwas gut kann. Ich möchte nie aufhören, von hohen Gebäuden zu spucken. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich mal jemanden direkt auf den Kopf treffen könnte. Anscheinend geht mir nie die Spucke aus. Diese kleine Brücke ist nicht sehr hoch und da unten schwimmt nie jemand. Das Spucken ist aber trotzdem ziemlich erfüllend. Ich bin völlig ausgerüstet. Ich habe meinen Mund und meine Wasserflasche. Bin bereit und ich habe genügend Willenskraft, dass ich noch jahrelang machen kann. Pizza. Kann man nicht fällen.
Oh, hier ist mehrere. Verschiedene Steine. Ja, es ist halt irgendwie. Okay, haben wir alles geerntet, was sie gab. Keine Beeren. Doch, da war aber, glaube ich, ein Beerenstrauch. Und Atul war nicht hier. Mal Pilz mitnehmen. Und weiter geht die Reise. Pilze kochen. Da haben wir was freigeschaltet. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Halt. Und dann hier hin und dann hier. Wir steuern langsam Schritt für Schritt Richtung Villa. Schöner Sonnenuntergang. Schau dir die Wolken an. Die Wolken und die Farbe der Wolken, die Wolken, die Farbe der des Meeres und der Strich dazwischen. Erkennst du dieses Farbenmuster? Diese Farben. Sagt dir das was? Und die weiße Sonne dazwischen. Ein Lesbien-Sonnenuntergang. Weiß nicht, ob das mit Absicht gemacht wurde. Könnte durchaus auch sein. Na sicher kaufe ich die alten Schuhe von dir. Aber die Samen sind gar nicht mal schlecht. Die kaufe ich auch mal wieder. Na komm. Das war ein schöner Sonnenuntergang. Noch mehr Apfelsamen und Lauchsamen. Apfelsamen können wir bloß noch nicht anpflanzen. Aha. Da steuern wir jetzt das, was auch immer das ist, an. Es wird schon nachts, so spät noch wach. Hier ist ein Erdbeere. Und eine Umarmung. Eine kleine Umarmung versüßt mir den Tag. Was du mir sagst. Ein Reisender. Halt, stopp. Ah.
Was bist denn du? Dann können wir zu dir. Sehr schön. Hm. Gute Zeit nutzen und hin. Was machen wir jetzt mit dir? Gar nicht zu ihm. Was machen wir da jetzt? Ist ein bisschen. Was machen wir denn da jetzt? Das Schiff steht gerade blöd im Weg. Und es ist ausgerechnet Nacht. Hm. Tja, jetzt haben wir diese Trommelmusik hier. Wir schlafen mal bis zum Morgen. Jetzt fährt das Schiff weiter, das ist ein bisschen. Das Schiff irgendwie umlenken. Hier hin. Immer wenden bitte. Das kann doch nicht sein, oder? Auf den Felsen hier oder nicht? Es müsste doch das zu günstig stehen oder nicht? Was denn nun? Das Opfer hier nicht. Ich komme mal später noch mal wieder. Kann das sein, dass das erst eine spätere Quest freischalten soll? Ich komme da gar nicht rauf. Sehr schade. Dann fahren wir mal weiter. Was hilft's? Du hast doch immer Hunger.
Die schlafen noch. Sorry, Schlafenszeit vorbei. Marmuk. Oh, du bist goldig. Etwas essen für dich. Mount Toruyama entdeckt. Ich habe nachgedacht. Ist der Drache mich fand zu Hause, wusste ich, dass ich gehen musste. Ich hatte das Gefühl, dass ich nur heilen konnte, wenn ich ginge. Damals war es mir nicht bewusst, aber ich brauchte Liebe. Und an diesem verwünschten Ort gab es keine Liebe. Und beim Exil traf ich deine Tante. Wir waren noch nie jemandem begegnet, der so viel voller Freude war wie Rose. Sie war so voller übersprudelnden Leben. Du hast dich nicht sehr an sich, Stella. Sie pflegte mich wieder gesund, Schritt für Schritt. Ohne sie hätte der Drache mich mitgenommen. An Ort und Stelle, da bin ich mir sicher. Und dann hätte ich dich nie kennengelernt. Sie hat mir Dinge beigebracht, nicht auf die gewöhnliche Art, sondern indem sie mir die Augen für das geöffnet hat, was bereits in mir war. Für das reichhaltige Leben im Inneren, dem der Drache nichts anhaben konnte, dem mein Vater nichts anhaben konnte. Für die Verbindung zwischen allen Dingen, für die universelle Liebe. Ich schulde ihr so viel. Nun ja, vielleicht habe ich deshalb das Gefühl, dich unterrichten zu müssen. Was, nein? Nicht. Katze können wir mal streicheln. Ein bisschen Fisch. Dann können wir mal wieder das Eiche sägen.